Ja, hallo Freunde, hier ist Christian Schumacher, Paterpodcast, Psychologe. Genau, ich wollte nochmal, bevor wir jetzt in zwei Dating-Mails gehen, über dein Liebeschiff, also dein Beuteschema, wollte ich mal einen Versuch machen, so ein Liebeschiff-Forum zu starten, beziehungsweise wurde ich mal wieder nachgefragt, weiß aber nicht, ob da genug Interesse besteht. Ich packe den Link mal hier drunter, weil es gibt eine Möglichkeit, jetzt das direkt auf der Liebeschiff-Webseite zu machen. Genau, ansonsten vielleicht sehen wir uns auf der Lesung in Berlin, 31. Januar oder auf der Liebische Party oder auf der, was haben wir noch, eine Lesung haben wir noch irgendwo, glaube ich, ne? Komm ich in Wien, genau, in Wien. So, ja, erste Mail von Anna Tefkola und sie schreibt: Hallo Christian, vielen Dank für deine tolle Arbeit. Ich date seit Mitte Dezember einen Mann, den ich vor 2 Jahren bei Bumble gematcht habe. Damals kam es zu keinem Date, weil ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe. Und wir bis August ein Paar waren. Toxische Beziehung, doofer Ausgang, kein Kontakt mehr. Durch Zufall haben wir uns erneut gebumbelt. Also, ist auch interessant, ich habe jetzt mal 2 Mails genommen wegen diesem Liebeschip. Also, merken uns das mal, toxische Beziehung. Wir verstehen uns super, haben denselben Humor, er ist attraktiv. Und ich fühle mich wohl in seiner Gegenwart. Die Kommunikation passt. Ich konnte auch kritische Dinge ansprechen, beziehungsweise meine Grenzen zeigen. Er hat es gut aufgenommen und es gab kein Drama. Eben ein erwachsener, entspannter Mann. Boah. Gott, sag nicht, der ist bindungssicher und loyal. Ist ja ekelhaft, ey. Leider kribbelt es und funkt das so gar nicht bei mir. Körperlich anziehen finde ich ihn nur noch dem letzten Date, nachdem ich lange für Kopfkino gesorgt habe und Wein getrunken habe, was mich entspannt. Ja, das kann ja keine Lösung sein. Auch mag ich seine Parfümauswahl nicht, finde ich das aber mega oberflächlich. Soll ich mal eine Chance geben bezüglich Umprogrammierung? Habe parallel dazu einen sehr dominanten Mann gedatet, den ich sehr anziehend fand, sexuell, da lief auch was, war mir aber zu oberflächlich. Ja, geil, oberflächlich, kaum tiefeneingehende Gesprächsthemen. Wow, wenig Initiative für Dates. Yeah, das ein Punkt nach dem anderen. Hat sich zwar regelmäßig gemeldet, aber nur auf sexuelle Anspielungen reagiert. Wow, klingt nach einem richtig schönen, toxischen Date. Herrlich, das gefällt mir. Konnte sich emotional nicht öffnen. Bang, nächster Punkt. Habe es aber deshalb beendet, als er sagte, ich darf gern zum Netflix und Chill kommen, aber nicht bei ihm übernachten. Oh, das klingt nach einem Jackpot, ey. Habe dann gesagt, ich glaube, du hast wirklich kein Interesse an mir. Verstehe ich nicht, wie du darauf kommst. Er ist daraufhin sauer geworden. Wow! Okay, jetzt würde ich unbedingt daten. Und wollte mir viele Beweise nennen, warum das nicht so wäre, war mir rhetorisch leider überlegen. Ich konnte fast keine Argumente nennen, habe nur meine Wahrnehmung beschrieben. Oh Gott. Leute, Leute, Leute. Ist aber null empathisch. Oh, null empathisch! Das ist dein Mann. Auf mich eingegangen. Er wurde laut. Oh, es wird immer besser, ey. Hab das angesprochen und er meinte, ich wäre zu empfindlich. Oh Gott, das ist der geilste Typ, von dem wir je gesprochen haben hier. Boah, ey, ich krieg richtig Gänsehaut, ey. Bin kurz davor, um wieder zu schreiben und widerstehe. Warum ist das so? Die doofen Typen sind anziehender. Liebe Grüße, welchen Kurs empfiehlst du speziell für mein Problem? Ja, gut. Ja, also was ich immer empfehle, also eigentlich jedem auf diesem Kanal, ist Umprogrammierung des Liebeschips, mein Hauptkurs. Also das ist ja so meine Hauptarbeit für diejenigen, die auch vielleicht neue sind. Warum datest du immer die gleichen Typen? Was ist das für ein Muster? Und also der Fehler liegt ja auch schon im ganzen Design, ne? Dass du einen nach dem anderen datest auf, über eine Dating-App und erwartest, dass es dann so magisch bei irgendeinem plötzlich klickt, der aber nicht toxisch ist, und das wird so in diesem Setting wohl nicht funktionieren. Das heißt, du musst auch erstmal eine Entscheidung treffen, die sehe ich hier noch lange nicht, dass du diese Assholes, sag ich mal, nicht mehr datest. Also das sehe ich noch lange nicht hier so. Und klar, dass man jetzt nicht von einem Moment auf den anderen dann die Netten interessant findet, das wird sicherlich auch nicht der Richtige sein, ne? Also man muss halt jemanden finden, also erstmal muss man dieses Muster irgendwie bearbeiten, denke ich. Das ist ja schon so ein gewisser Weg, also der dann eröffnet wird mit diesem Startkurs da, Umprogrammierung des Liebeschiffs, Modul 1.
Und dann denke ich, das ist auch gleich schon Modul 2, 3, eine Vertiefungsübung, wäre mal eine Datingpause für dich richtig, ne? Weil so kannst du niemanden vernünftigen finden, dass du bleibst in dieser Dopaminschleife hängen. Und wenn das Gehirn erstmal so auf Dopamin ist, dann sind auch normale Typen sind alle langweilig. So. Ja. Ist wie es ist. Meine Meinung. Also, man ist ja ein Ansatzpunkt da, dass du sagst, so kannst du ja auch nicht weitergehen, aber du bist dann noch in dieser Neurotransmitter-Dopaminschleife, denke ich mal. Und da muss man, glaube ich, erstmal so ein bisschen entsuchten, bevor man da und auch wirklich eine Entscheidung treffen. So kann es nicht weitergehen. Dass es jetzt der erste jetzt auch nicht ist, da brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht drüber reden. Aber so wie du jetzt datest, das ist ja auch der Nachteil von diesem ganzen Paralleldaten, ne? Ich glaube, das ist, so kann man keinen finden. Du kannst dich ja gar nicht auf einen konzentrieren. Das ist ja schon wieder der Nächste, der diese geile Liste hat von emotional nicht offen. Was haben wir hier nochmal alles? Null empathisch, laut. Wer kann da schon gegen anstinken, ne? Ja, also ich würde sagen, fangen wir mit Modul 1 an und machen mal Datingpause. Und dann gehen wir nochmal auf eine zweite Mail. Diesmal von einem Mann, Per Trefkow, und der schreibt, ich würde gerne folgende Dating-Situation teilen und dich um Meinung bitten. Ich bin Ende 30 und sie Anfang 30, haben uns vor 4 Wochen kennengelernt. Polarer Dating-Prozess, küssen beim 3. Date und teilen halber beim 4. Date. Sie erzählte mir von 2 Schönheits-OPs vor einigen Jahren, Nase, Lippen. Ja, wir haben ja jetzt brasilianische Verhältnisse. Ist, wie es ist. Das war äußerlich jedoch kaum zu erkennen. Sie offenbarte mir zudem, dass sie jetzt eine weitere OP hätte im Teambereich. Keiner wüsste dies, aber mir als aktueller Datingpartner wollte sie dies mitteilen. Also 6 Wochen Pause bezüglich Hallenheimer. Ich reagierte eher neutral. Sie will mich trotzdem weiter daten, aber ich zögere stark. Aus meiner Sicht sind jetzt insgesamt 3 OPs sehr viel. Stichwort Selbstwertproblem. Und zudem beeinträchtigt es ja den Datingprozess. Gruß aus Ostwestfalen, Gruß in die Heimat, mein Lieber. Also, ich meine, jeder kann machen, was er will, ne? Es ist nicht verboten, Schönheits-OPs. Das ist ihre ganz persönliche Entscheidung, sag ich mal. Da kann man jetzt eine Meinung zu haben, aber ja, sie ist so, wie sie ist. Finde ich das gut, dass das so völlig ungeregelt ist und jeder das macht. Nee, finde ich nicht gut, weil wenn erstmal so ein, ich meine, ich, das ist überhaupt nicht meine Schönheitsoptik, ich kann das überhaupt, ich finde, es sieht furchtbar aus, aber scheinbar gibt es ja einen Bedarf und auch eine Nachfrage, sonst würde man es ja nicht machen, und das würde natürlich so, dass es noch mehr machen, also insofern Riesenscheiß, profitiert nur die Schönheitsindustrie von, und ja, aber gut, sicherlich großes Thema, das können wir natürlich jetzt hier nicht ein paar Minuten abhandeln. Aber was heißt das jetzt für dich? Also, ich würde gar nicht so an Selbstwertproblem denken, sondern auch, sie ist ja auch sehr upfront, sag ich mal, eher denken, dass da jemand sehr, sehr viel Bestätigung sucht, ne? Und da würde ich natürlich auch wieder fragen, ist das das richtige Beuteschema so, ne? Ist das so eine Person, die du haben willst, so, ne? Also ich will dir jetzt, weil ich, du schreibst jetzt gar nichts Negatives groß von ihr, aber kann ich jetzt auch nicht sagen, was du da machen sollst, aber was ich habe erst so gedacht, na, ist ja gut, ist halt so, aber ist ja auch egal irgendwo, aber was mir dann beim zweiten Nachdenken nicht so richtig gefallen hat, weißt du, man kann ja auch das ein bisschen verbindlicher sagen, man kann ja sagen, weiß ich nicht, wir können ja anders Sex haben, ne? Wir können Oralsex haben, keine Ahnung, können, ich will jetzt nicht die Monetarisierung hier sprengen, aber wir können auf andere Arten Sex haben, die nicht das beinhaltet, könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen, und also irgendwas wird man da schon finden, und also sie könnte irgendwie verbindlicher sein als irgendwie so, ja, wir haben 6 Wochen kein Sex und ja, finde ich ab damit oder lass es, und das, ich will jetzt nicht sagen, dass das, ich will jetzt nicht sagen, dass das und dass jemand Schönheits-OPs macht, das ist grundsätzlich eine riesen Red Flags ist, aber ich würde schon Ausschau halten nach diesen ganzen Sachen, wie vorher eigentlich auch Kühle, sich nur um sich drehen, Aufmerksamkeit nicht nur von dir, auch von anderen suchen, emotional nicht verbindlich sein. Da würde ich schon ein bisschen nach Ausschau halten, und wie gesagt, es gibt ja viele Methoden, Sex zu haben, und wenn sie da sagt, pff, nee, 6 Wochen gar nicht,
würde ich mich von fernhalten. Da würde ich schon denken, dass es so ein Seductive Withholder ist, ne? In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Lasst mir gern ein Abo da. Und genau, macht die Fragen Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.